Was ist die Triebfeder von Selbstdisziplin? Wissen Sie es? In Asien ist das ganz einfach. In Asien sagt man, der Treibstoff für Disziplin ist Willenskraft. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es ungefähr so. Mein Gedankentank ist fast voll. Ich möchte ein bisschen Profiler werden. Ich möchte Entscheidungen treffen. Ich möchte mein Kreativpotenzial freisetzen und auch mein Innovationspotenzial. Ich freue mich schon, morgen vorm Spiegel zu stehen und die Power-Geste für verkannte Genies zu üben. Kennen Sie noch, oder? Ich möchte ein Teamplayer sein und ich möchte musizieren lernen. All das ist in meinem Kopf. Ich bin in die Haarspitzen motiviert. Und irgendwie ist es dann ja auch konsequent, wenn gegen Ende hin noch ein Vortrag über Disziplin kommt, weil dann weiß man, dass man zumindest versucht, all das, was man im Kopf hat, irgendwann mal umzusetzen. Ich persönlich halte Disziplin für eine der großartigsten Tugenden, die wir Menschen uns aneignen können. Das steht natürlich ein klein wenig im Kontrast zu der allgemein üblichen Meinung, dass man sagt, Disziplin, das riecht so nach Preußentum oder nach Anstrengung. Ja. Also es gibt Leute, die kriegen reflexartige Zuckungen bei Disziplin. Ja, manche machen so und andere machen so ja, und andere. Also die Vergangenheit lehrt, das ist ein heikles Thema. Ich habe Ihnen drei Grundversprechen mitgebracht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie im Anschluss an diesen Vortrag mich an diesen Versprechen messen. Erstens, Sie werden Vergnügen haben, was ja bei Disziplin schon mal eine gute Grundvoraussetzung ist. Zweitens, Sie werden die Wirkungsmechanismen von Disziplin und Willenskraft kennenlernen. Und drittens, Sie bekommen ein paar Tipps, Tricks und Tools an die Hand, mit denen Sie Ihrem eigenen inneren Schweinehund, Ihrer Lethargie, Ihren Versagensängsten und Ihrer Faulheit ein klein wenig besser gewappnet gegenübertreten können. Dafür möchte ich Ihnen von mir zwei Schlüsselerlebnisse erzählen. Vielleicht dienen die als Metaphern. Ich habe vor genau 15 Jahren irgendwann mal an mir runtergeguckt und habe mir gedacht, Mensch, warum ist es eigentlich so, dass ich in manchen Lebensbereichen toll diszipliniert bin? Also keine Ahnung, Sprachen lernen oder Sport treiben, Kung-Fu machen, solche Sachen. Und in anderen Lebensbereichen, da wünschte ich mir, ich wäre ein klein wenig disziplinierter. Kennen Sie diese Frage? Haben Sie sich die selber mal gestellt? Woran liegt das? Was ist eigentlich genau Disziplin und vor allen Dingen, was ist die Triebfeder, was ist der Antriebsmotor für diszipliniertes Verhalten? Und als ich diese Frage mir gestellt habe, bin ich auf die Suche gegangen nach Lösungen. Und weil ich einen akademischen Hintergrund habe, habe ich natürlich zuerst an den Universitäten im Westen geguckt. Was gibt es da für Studien? Und es ist ganz einfach. Es gibt diesen, das kennen Sie alle, Professor Walter Mischel Marshmallow Experiment aus den 60er Jahren. Und da wird ganz klar bewiesen, Sie kennen das Kinderexperiment, oder? Ich setze das als Allgemeinbildung voraus. Da wird bewiesen, dass Menschen, die eine gewisse Leidenselastizität beweisen, am Schluss belohnt werden. Also so eine Art Belohnungsmodell. Ja? Du verzichtest, leidest und am Schluss wirst du belohnt. Dann gibt es ein anderes Modell, das ist so ein bisschen das Zuckerbrot- und Peitsche-Modell. Wenn du performst, dann belohne ich dich und ansonsten bestrafe ich dich. Naja, und dann können Sie natürlich noch ein bisschen Literatur lesen über Resilienz und dann können Sie ein bisschen Literatur lesen über Motivationspsychologie. In Deutschland Motivation ganz, ganz heiß seit dem berühmten Ausspruch, Chaka, du schaffst es. Aber ich für mich habe so ein bisschen das Gefühl, Motivation ist oft auch nur heiße Luft. Ja, man geht hochmotiviert an eine Sache ran und dann schleicht sich diese heiße Luft, die entweicht und dann brrr. Und deswegen möchte ich Ihnen von einer Situation erzählen, die ich in Asien gelernt habe. Ich habe 25 Jahre Kampfkunsterfahrung und habe mich im Kloster der Shaolin beworben. Und damals war ich einer von ganz wenigen Europäern, die da überhaupt zugelassen wurden. Da muss man so einen Eignungstest machen. Und man wird getestet auf seine körperliche Fitness. Also das heißt, man macht Handformen, Waffenformen und so weiter. Und da schauen Leute drauf, ist das gut genug für uns. Und dann aber, was noch viel spannender ist, neben der taktischen Nahkampfgeschichte, es wird die mentale Stärke getestet. Und da gibt es eine Übung, die heißt Mabu. Das zeige ich Ihnen, das haben Sie bestimmt schon mal in irgendeinem Kinofilm gesehen. Im Kloster Innenhof neben Shaolin, da ist ein Ort, da sind in den Boden gerammte Holzpfeiler. Und da müssen sich die Schüler ins B darauf begeben, in eine Position, die man Mabu nennt. Die sieht so aus. Und hier verharren sie für eine sehr ungenaue Zeiteinheit. Manchmal ist es eine umgedrehte Eieruhr, manchmal ist es, bis ein Räucherstäbchen runtergebrannt ist. Manchmal ist es so lange, bis der Meister
einmal in die Hände klatscht und man weiß, die Übung ist vorbei. In meinem Falle war das so, ich saß hier, ich war fix und fertig von den Übungen davor, der Schweiß lief nur runter und der gute Meister, übrigens, Sie erkennen einen guten Meister daran, das sind diese gold-orange gewandeten Männer, die in der einen Hand den Rohrstock haben, aber auf Englisch würde man sagen, the unfailing quality of kindness in their faces. Also so eine Art liebevolles Lächeln. Und so war das bei uns auch. Der Meister lief unten her und er nutzte die Zeit, um seinen Schülern über asiatische Philosophie beizubringen. Und er sagte, er hatte den Rohrstock hier in der Hand und er nahm ein Ei, ein Hühnerei aus seinem Umhang. Und er sagte, Schüler, es gibt zwei Arten von Disziplin. Die eine ist die von außen geforderte und die andere ist die von innen kommende. Wenn der Druck von außen zu groß wird, zerstöre ich Leben. Aber wenn der Druck von innen kommt, entsteht Leben. Wahre Kraft kommt immer von innen. Und kennen Sie diese Gänsehautmomente? In diesem Augenblick hatte ich einen. Ich war fix und fertig, aber ich wusste, hier bin ich richtig, hier möchte ich etwas lernen. Fernab von westlichen Universitäten, quasi im kleinen, unbeugsamen Dorf der Gallier, bloß halt in China. Und aus irgendeinem Grund habe ich diese Prüfung geschafft. Oh, danke, nettes Zwischengeräusch. Ich erkenne den Unterschied zwischen Applaus und Mitleid, sehr wohl. Seien Sie da ein bisschen vorsichtig. Ich habe wenig Zeit und deswegen würde ich Ihnen jetzt gleich ein paar Übungen zeigen. Aber im Hinblick auf Disziplin, also wir haben jetzt eine grobe Einordnung. Es soll in diesem Vortrag um die Selbstdisziplin gehen, nicht die von außen aufoktroyierte, ist mir sehr wichtig. Und ich möchte Ihnen die Wirkungsmechanismen von diszipliniertem Verhalten näher bringen. Was ist die Triebfeder von Selbstdisziplin? Wissen Sie es? In Asien ist das ganz einfach. In Asien sagt man, der Treibstoff für Disziplin ist Willenskraft. Klingt erstmal so, ach ja, okay. Und Sie können sich das so vorstellen, in uns Menschen ist quasi ein Gefäß, in Asien spricht man von Qi. Kennen Sie, oder? Das ist die Lebenskraft. Und ein Teil davon ist die Willenskraft. Und wann immer Sie in Ihrem Leben in einer Situation sind, wo Sie, um am Ball zu bleiben, die Arschbacken zusammenkneifen müssen, verpritscheln Sie ein klein wenig von diesem Qi, von dieser Willenskraft. Die wird weniger. Verständlich. Sie brauchen ein gesundes Frühwarnsystem, um zu wissen, wann ist der Tank leer. Und Sie brauchen die Fähigkeit, den Tank wieder anzufüllen, damit Sie den Anforderungen des Lebens gewappnet gegenübertreten können. Und jetzt hoffe ich, Ihnen gefällt die Metapher. Gehen Sie davon aus, dass mit der Willenskraft es verhält sich wie mit einem Muskel. Wenn Sie den Willenskraftmuskel, wenn Sie so wollen, trainieren, dann stärkt er sich bei Gebrauch. Sie haben dann mehr Willenskraft. Wenn Sie ihn vernachlässigen, dann haben Sie weniger Willenskraft. Irgendwo einigermaßen logisch. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind drei Willenskraftübungen aus dem Bereich der Kampfkünste, die Sie aber hoffentlich in Ihren Alltag übertragen können, weil sonst wird es ja keinen Sinn machen, wenn ich hier irgendwas erzähle, wofür Sie erst 30 Jahre üben müssen oder was Ihnen gar nicht gefällt, dann hätten Sie keinen Mehrwert, den Sie mit nach Hause nehmen können. Los geht's. Die erste Übung, das ist quasi gleich die tollste Übung für Willenskraftaneignung, die es überhaupt gibt auf der Welt. Also ich verwende diese Übung, wann immer ich kann. Und die zweite Übung heißt Mabu. Übrigens, gerade im Moment habe ich einen René Bourbonischen Moment. Sie wissen nicht genau warum, aber ich erzähle alle drei Übungen, nur halt nicht in der Chronologie, die Sie vielleicht erwarten. Was ich brauche, ist einen jungen Helden. Also jemand, der quasi diese, auf den ersten Blick, das Charisma, die Schaffenskraft, die Intelligenz, diese Ausstrahlung, die man braucht. Das ist erstaunlich, gell? Auf einmal Blickkontakt gleich null. Alle sind, vor allem alle Herren, sind mit den architektonischen Details der Räumlichkeit beschäftigt. Nee, toll hier, wirklich. Oh, Nationalmuseum, großartig. Erstaunlich wie dieser Blick. Du siehst heute sehr, sehr kraftvoll aus. Wie ist dein Vorname? Dominik. Dominik, sehr schön. Dominik, ich würde dir gerne eine Marshmallow-Frage stellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, du magst keine Marshmallows, deswegen sprechen wir über Geld. Du bekommst von mir 5 Euro in jedem Fall, dafür kannst du hier sitzen bleiben, musst nichts machen. Oder du bekommst das Fünffache, wenn du genau 3 Minuten lang mit mir durchs Tal der Tränen gehst. Eine Willenskraftübung übst, die wirklich dir alles abverlangt, vor allen Dingen Schmerzen. Was sagst du?
Inwiefern Schmerzen? Eine leichte Einschränkung. Also vielleicht habe ich den Satz auch gar nicht zu Ende gesprochen. Also 5 Euro kriegst du fürs Sitzenbleiben, aber das Fünffache kriegst du, wenn du 3 Minuten mit mir eine Übung machst. Was sagst du? Ich würde es sofort machen, wenn es das Knie beansprucht. Ah, es beansprucht das Knie. Okay, nee, dann wird das Knie beanspruchen. Dominik, you are off the hook. Das tut mir jetzt ein kleines bisschen leid. Wie sieht es mit dir aus? Hast du Lust? Ja, wie heißt du? Simon. Simon, ein herzlicher Applaus begleitet dich. Dominik, nichts für ungut, aber es wird das Knie beanspruchen. Simon, komm mit. Komm, das ist ein Rückfall. Also, die Sache ist die, niemand weiß so ganz genau, was du machen wirst, aber du hast vielleicht eine Ahnung, oder? Denn wenn man bei Shaolin mitmachen möchte, dann muss man Eignungstests durchstehen. Ich habe übrigens den Rohrstock dabei. Ich stehe hinter dir. Obwohl, nee, wir hatten ja gesagt, wir lassen das sein mit der von außen Fremdeinwirkung, Disziplinierungsmaßnahme. Vielleicht stellst du beide Füße hier vorne, noch ein Stück weiter, zusammen. Okay? Ich erkläre dir das Bewegungsmodell. 1, 2, 3, 4. Simon, du stehst jetzt in doppelter Schulterbreite oder wie in meinem Fall Wunsch-Schulterbreite. Du lässt das Becken sinken, nachdem du hier ein bisschen gezuppelt hast. Ist ganz gut, dass alles, was da hängt, Platz hat. Und du lässt das Becken sinken und gehst in die Position Mabu. Wir gehen nochmal bitte nach oben. Ich würde gern den Timer. Wichtig, wenn der Schmerz kommt, versuchst du, die Mundwinkel leicht nach oben wandern zu lassen. Los geht's. Sehr, sehr spannend. Jetzt, Sie können gerne, wenn Sie hinten sind, aufstehen. Das ist eh der letzte Vortrag. Es ist relativ spannend. Das ist ähnlich wie beim Marshmallow-Experiment. Man kann an Simons Gesichtsausdruck die verschiedenen Phasen von Leid erkennen. Also Sie können so ein bisschen mitdenken, ab wann passiert's. Erfahrungsgemäß ist es so, ich plapper einfach, du kannst sagen, ob ich recht habe oder nicht. Wir Menschen sind wahnsinnig neugierig, wenn wir etwas Neues lernen dürfen. Unser Körper blüht auf, unser Neokortex, wir finden das großartig. Wir lernen gerne neue Dinge, sowohl hier oben als auch im Körper. Nur bei dieser Übung ist relativ schnell der Status erreicht, wo der Körper sagt, ja, ich hab's gelernt, da kommt jetzt nichts Neues. Und das veranlasst den Körper zu einer Regung, die könnte man als och nö bezeichnen. Ist das ungefähr so? Momentan geht's ja. Ja. Und das Lustige, ach übrigens, Entenarsch vermeiden, so ein bisschen das Becken nach vorne schieben. Nee, das ist die Brust, das Becken. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So. Irgendwann kommt der Moment, da melden die Muskeln dem Körper Aktivität. Und das ist auch der, da sagst du, ja, lass deine Emotionen freien Lauf. Ja. Das ist der Moment, wo so eine Art sanfte, die aktive Zuschauerpartizipation ist erst in den letzten 30 Sekunden hilfreich. Ich weiß, wovon ich spreche. Weil erstaunlich ist, dass irgendwann ein leichtes Gefühl von Schmerz aufkommt. Kann man das so sagen? Ja, kann man sagen. Ja. Und man sieht das an dem Zittern der Beine. Da kommt es jetzt ein bisschen auf deinen Willen an, Simon, dieses Zittern zu unterbinden. Du gebietest ihm Einhalt. Ja, ist eh nicht mehr lang. Und wichtig wäre mir, das ist jetzt, also man würde, im alten Griechenland würde man von einer Katharsis sprechen. Ja? Wir lösen durch dein Leid eine Seelenreinigung in den Seelen unserer Zuschauer aus. Das hat Aristoteles gesagt. Aber leider ist es für uns auch eine Katharsis, weil wir durch den ganzen Scheiß Schmerz durch müssen. Ja, die letzten 30 Sekunden würde ich mich ja sehr freuen, wenn Sie aktiv mitgestalten. Weil man sieht, glaube ich. Die letzten 30 Sekunden. Auf geht's. Jetzt Konzentration, 20 Sekunden noch. Man sieht es in seinem Gesicht, man sieht es in den Augen. Komm, komm, komm. Komm nach oben, nach oben. Oh, oh, großartig, großartig. Jetzt, ja, komm, steh einfach gemütlich auf. Also schnitzt dich ab. So. Das ist echt dasselbe von einer Sekunde.
Großartig. Und warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Komm, bück dich. Okay. Ach komm, du kriegst noch ein paar mehr. Das war echt. Ein riesiger Applaus begleitet dich. Vorsicht, Vorsicht, jetzt mit der Stufe. Geh lieber. Okay. Huiuiui. Für die einen ist es Toilettenpapier, für die anderen die wahrscheinlich längste Serviette der Welt. das war leider erst die erste Übung, deswegen, wenn es Ihnen noch gut geht, dann würde ich sagen, ich zeige Ihnen die anderen Übungen auch noch. Die zweite Übung, Sie wissen, in Asien, da spricht man analog immer von diesem Yin- und Yang-Modell. Auf eine harte Übung, das war sie, kommt eine weiche Übung, sozusagen als Gegengewicht. Und die weiche Übung ist relativ einfach. Es beginnt morgen früh an Ihrer Bettkante. Sie setzen sich an Ihre Bettkante, bewegen keinen Muskel und machen 3 Minuten lang nichts anderes als Atemübung. Einatmen, ausatmen, möglichst wenig denken. Sie haben, glaube ich, schon 30 Sekunden dieser Art hinter sich. Das wird in Ihrem Hirn ähnliche Widerstände hervorrufen wie die aktive Mao-Bu-Übung, die Sie gerade von Simon vorgeführt gesehen haben. All diese Übungen, das sind mentale Übungen oder körperliche Übungen, jetzt in dem Fall eine isometrische Übung, die macht sie nicht stärker. Die unterstützt die Explosionskraft des Muskels nicht, die macht sie nicht schneller, nicht gewandter, nicht besser, auch nicht intelligenter, hübscher oder wohlhabender. Ich habe es probiert, funktioniert nicht. Aber sie bringt sie an den Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich höre jetzt auf. Und diesen Punkt schieben sie hinaus. Das ist Sinn und Zweck dieser Übung. Keinen anderen Zweck hat die. Und das ist Ihr persönliches Willenskrafttraining, sofern Sie wollen. Die letzte Übung, die ich Ihnen zeigen möchte, also die dritte, die ich auch am tollsten finde, die nennt man angewandtes Qigong oder wenn man so möchte, Hung Hei Gong. Und da gibt es also Bücher drüber geschrieben worden, die ich unmöglich in der kurzen mir verbleibenden Zeit verbalisieren kann. Deswegen möchte ich es Ihnen illustrieren. Ich bräuchte dafür 6 5-Euro-Scheine. Simon, hast du zufällig ein paar 5-Euro-Scheine? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommst du nach vorne. Ein herzlicher Applaus begleitet dich. Komm mal mit. Komm. Auch ein bisschen schnell. Siehst du, wie alle lächeln? Das ist unglaublich. Sie alle dürfen kurz mitmachen. Ich glaube, kurz vor Mitternacht ist es auch in Ordnung, wenn Sie Ihren Organismus einmal durchbluten. Nehmen Sie Ihren Lieblingsfinger. Ich will nicht wissen, wo der überall war. Führen Sie ihn unterhalb des Kehlkopfes in diese Mulde hier, zwischen die Schlüsselbeine. Da ist so eine ganz weiche Stelle. Du machst mit. Und da drücken Sie hinein, bis Sie mit dem Finger die Wirbelsäule spüren. Manchmal müssen Sie mit dem Ellbogen nach. Machen Sie mal rein. Wer hat's geschafft? Ich weiß warum. Weil der Finger nicht lang genug ist. Und ich habe ein geeignetes Mittel. Eine Verlängerung. Was Sie hier sehen, das ist Bewährungsstahl. Das ist über 1 Zentimeter Bewährungsstahl. Und wir brauchen einen Hebel, um diesen Bewährungsstahl erst zu stauchen und dann zu verformen. Okay? Könnte ich ein bisschen von dem Geld haben? Vielleicht 2 Scheine? Das machen wir nur aus hygienischen Gründen. Denn wenn man jetzt überlegt, was wiegst du so um die 70? 80. Wenn Sie 80 Kilogramm Gewicht auf einen Quadratzentimeter Fläche bringen und Sie richten diese Energie auf eine so delikate Stelle wie hier, wo nur Haut ist, kein Muskel, kein Knochen, nichts, was Sie abhärten können, nichts, was Sie schützen können, dann stellt sich die Frage, ob eine Perforation gänzlich auszuschließen ist. Und damit da jetzt kein direkter Kontakt mit dem Stahl entsteht, deckeln wir das. Ist das in deinem Sinne? Ja, klar. Gut. So. Jetzt, man kann sehen, wie sofort das Bindegewebe nachgibt und die Stange eintaucht. Jetzt ist es so, wenn ich hier hinhaue, also quasi 80 Kilogramm Energie aufbringe, dann, bevor sich die Stange biegt, schiebe ich dich nach hinten. Das bedeutet, du hast keinen idealen Kraftvektor, um diese Energie aufzufangen. Ich empfehle dir einen großen Ausfallschritt nach vorne, um standhalten zu können. Okay? Jetzt ganz wichtig, dass
die hintere Ferse bleibt am Boden. Okay? Und bei dieser Übung, auch wenn ich das sonst gerne mache, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt für Späße. Also wenn Sie Lust haben, Sie dürfen fotografieren, aber bitte verzichten Sie vorerst auf Zwischenrufe. Ich erkläre den Verlauf der Übung. Simon, während der Übung schauen wir beide einander in die Augen. Okay? Du schaust nicht weg, wir schauen uns an, bis die Übung vorbei ist. Und sie ist vorbei, wenn wir beide uns umarmen. Okay? Ich zähle von drei runter. Bei drei committest du dich, du triffst die Entscheidung, es wirklich zu wollen. Bei zwei erhöhst du den Druck und bei eins läufst du los. Ich werde meinen Finger hier halten, damit das Teil nicht wegspringt. Drei, zwei, eins, los. Komm, nach vorne, nach vorne, nach vorne, komm, komm, komm. Und das zählt als Umarmung. Simon. Und das ist eigentlich ein kläglicher Applaus für diese Leistung. Aber jetzt ganz wichtig. Ich möchte eine Sache klarstellen. Es gibt Motivationscoaches, nennen wir sie, die lassen andere Menschen über Feuer gehen. Es gibt Leute, die aus diesem Genre kommen, die lassen andere über Glasscherben laufen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die hölzerne Pfeile an der Kehle zertrümmern. Und dann stellen die sich hin und sagen, boah, Simon, Mensch, was du hier geschafft hast, was kann dich denn im Leben noch aufhalten? Und ich finde das vom Ansatz her nicht vertretbar. Ich persönlich habe eine andere Meinung. Für mich zählt nur eine einzige Frage. Hast du in dem Augenblick, als es losging, noch irgendjemanden hier im Raum wahrgenommen oder warst du wie in einer Bubble? Ganz bei dir. Ganz bei mir, bei der Sache. Ja, voll. Und das ist das Geheimnis von Qigong oder Hunghegung, wenn Sie so wollen. Es ist die Fähigkeit des Menschen, sich so zu fokussieren, dass alles andere ausgeblendet wird. Und es ist die stärkste Willenskraftübung, die sie gestalten können. Denn sie verpulvern Kraft ohne Ende, aber sie bekommen gleichzeitig Energie. Du fühlst dich gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann auch am Adrenalin hängen. Aber ich gebe dir die Stange mal mit, dein Geld und ein riesiger Applaus für Simon. So. Jetzt. Jetzt ist es so, ich würde Ihnen gerne beibringen, wie Sie das erreichen. Und ich würde Ihnen gerne erzählen, dass es tatsächlich in China sehr einfach ist, durch Qigong-Übungen, sei es Tai Chi Chuan oder sei es irgendeine Form von aktiveren Qigong, in den Zustand zu tauchen, den Sie brauchen, um sich so zu fokussieren. Aber das ist für uns Leute im Westen nicht ganz so einfach. Die Chinesen, die stehen jeden Morgen auf und die gehen in den Park und die machen ihre Übungen und umarmen Bäume. Das ist für uns nicht machbar. Und hier freue ich mich wahnsinnig, dass ich Ihnen endlich mal was Tolles über die Wissenschaft sagen kann. Denn die Wissenschaft hat geschaut, was geht biochemisch im Körper von Tai Chi und Qigong-Meistern ab? Was passiert da an Hormonen, Botenstoffen, was auch immer, Neurotransmitter, dass die in diesen Zustand eintauchen können. Und die Antwort ist extremst einfach. Wann immer wir Menschen unser Innenohr stimulieren, schüttet der Körper automatisch einen Hormoncocktail aus, der es uns möglich macht, in diesen Zustand der Konzentration abzutauchen. So, und jetzt sage ich Ihnen noch ganz kurz, wie Sie das hinkriegen, ohne Qigong zu machen. Sie können entweder Purzelbäume schlagen. Und das finde ich ganz toll, weil Garrett hat heute Morgen über den Kinderspielplatz als tollen Ort gesprochen. Sie können Trampolin springen oder Sie können schaukeln. Und wenn Sie jetzt ein bisschen Gänsehaut haben, dann haben Sie die zurecht. Weil erinnern Sie sich, es ist noch gar nicht so lange her, da haben unsere Großeltern gewisse Zeit in Schaukelstühlen verbracht, um Kreuzschmerzen auszublenden und Socken zu stricken, sich zu konzentrieren. Wenn Sie Mönche anschauen, die manchmal den Rosenkranz beten und dabei in Wippbewegungen gehen, wenn Sie autistische Kinder betrachten, die völlig selbstversunken vor- und zurückpendeln, all das dient dem Stimulus des Innenohrs und eröffnet die Möglichkeit des Abtauchens in einen Qigong-Moment. Ich will da gar nicht zu viel Zeit verlieren, wir haben schon genug überschritten. Nehmen Sie es als Impuls mit, ein Impuls von vielen heute Abend. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss noch etwas Besonderes vorstellen. Ein Freund und Kollege von mir mit dem Namen Siebensinn hat aus China ein Objekt mitgebracht. Und das nennt sich ein Tangramm. Das Tangramm wurde früher verwendet, um Kindern die Grundlagen der Mathematik
und der Flächenberechnung beizubringen. Was Sie hier sehen, ist ein sogenanntes Flächenparadoxon und gleichzeitig eine wunderbare Metapher für das Leben. Es geht um das, was uns Menschen so besonders macht, um unsere Stärken. Und Sie sehen vielleicht, wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, im Grunde genommen haben wir alle Menschen ein ähnliches Setup an Stärken und Schwächen. Bloß, dass die Stärken des einen beim anderen vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen und vice versa. So wie dieses alte asiatische Setzspiel seinen Rahmen füllt, und zwar exakt bis an den Rand, sind wir Menschen voll von dem, was uns besonders macht. Voller Stärken, voller Schwächen, voller Ziele, voller Wünsche und voller Erinnerungen. Jeder Teil in diesem Puzzlespiel steht auf die eine oder andere Art und Weise für eine Stärke in uns oder für einen Wunsch. Da ist die Suche nach Menschlichkeit und die einzigartige Fähigkeit, die wir Menschen haben, zum Mitgefühl. Da ist der dringliche Wunsch danach, gemocht zu werden. Oder die Suche nach einer Aufgabe, die uns erfüllt, nach einer Berufung. Dicht an dicht mit unserem Streben nach Glück und wahrer Liebe. Oder der Erinnerung daran, wie es war, für einen Moment tief in der Scheiße zu stecken. Und dann ist da noch die unendliche Dankbarkeit, die wir empfinden dafür, dass es Nutella gibt auf dieser Welt. Aber eines ist klar, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, mit jeder Erfahrung, die wir machen, ordnen wir unser Leben neu an. Immer auf der Suche nach Harmonie und Perfektion, immer getrieben durch den Glauben an uns selbst. Wir verwenden unsere Disziplin, unsere Kreativität, unsere Schaffenskraft, unseren Neokortex und unser Bauchgefühl, um eine Umwelt zu schaffen, die uns gut gefällt. Und wir kennen das. Immer dann, wenn unser Leben gerade schön ausschaut, immer dann, wenn alles perfekt ist, dann kommt das Leben mit etwas Unerwartetem. Etwas oder jemand taucht auf, der so gar nicht ins Bild passt. Etwas oder jemand erscheint und zerstört unsere gesamte Harmonie. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin so stolz, Europäer zu sein. Und obwohl ich an allen Ecken und Enden Brände sehe, die ich nicht löschen kann, glaube ich doch, dass wir Menschen es in uns tragen, für nahezu jedes Problem eine Lösung zu finden, wenn wir diszipliniert dranbleiben. Wenn wir die Qualitäten, Tugenden und Fähigkeiten, die wir besitzen, ausbauen. Wenn wir ein bisschen probieren, ein bisschen wie die Kinder spielen. Wenn wir Erfahrungen sammeln und besser Entscheidungen treffen, als diese zu vermeiden. Dann machen wir die Erfahrung, dass vieles von dem, was scheinbar unmöglich ist, in echt oft ganz einfach geht. Sieht man es schon? Ganz einfach. So. Und das Spiel ist wieder absolut perfekt. Aber es scheint ein Universalgesetz zu geben. Und das lautet, je älter wir Menschen werden, desto größer werden auch die Probleme. Und manchmal tun sie verdammt weh. Aber wir haben gelernt, dass wir lernen können. Jeden Tag ein bisschen. Und wir wissen, dass vieles von dem, was scheinbar unmöglich ist, in echt oft ganz einfach geht. Nämlich so. Und so wie wir Menschen voll sind, voll von dem, was uns so unendlich besonders macht, voller Stärken und Schwächen, voller Wünsche und Sehnsüchte und Erinnerungen, so füllt dieser Rahmen sein Spiel nach wie vor exakt bis an den Rand. Das ist eine kleine Hommage an das Leben, eine Metapher für Geist und Herz. Ich freue mich riesig, dass Sie hier sind und dass ich hier sein darf. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Hallo, wir sind Gedankentanken, die Plattform, die dich weiterbringt. Wie hat's dir gefallen?
Was fandst du richtig? Was siehst du anders? Bitte kommentiere doch und abonniere hier unseren Kanal. Und bitte schau dir auch gleich hier das nächste Video an, da ist wieder was für dich dabei. Und wenn dich das Thema persönliche Weiterentwicklung interessiert, das absolute Superangebot, und zwar hier findest du unser Gedankentanken-Basisseminar Dein Mindset für Glück und Erfolg. Also wenn du Lust darauf hast, Erfolgsstrategien für Job und Privatleben zu erlernen von richtigen, coolen Experten, dann ist das hier das Gratis-Seminar, für welches du dich jetzt hier anmelden kannst. Und ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen, vielleicht auf einem Gedankentanken-Event oder aber wenn du mindestens mal unsere Website besuchst, www.gedankentanken.com. Dort findest du jede Menge spannende Seminare und Angebote und wir sind im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, also wahrscheinlich auch bei dir um die Ecke.